Ja, hey, dritter Vlog, was soll ich sagen? Heute, also bis jetzt habe ich nicht viel gemacht, nur gearbeitet und Geld verdient. Bei Pristine Labor, Zeitarbeitsfirma, und ja, jetzt habe ich mal Wochenende und ich kann wieder was machen. Ich treffe mich heute mit Michael in Richmond. Das ist so ein Nebenteil von Vancouver und da gehen wir auf den Chinese Night Market. Und ja, mal gucken. Ich gehe dann jetzt gleich. Es ist jetzt 10 nach 5. In 10 Minuten fahre ich dann los zum Skytrain. Fahre dann nach Richmond und treffe da den Michael. Und dann sehen wir mal, was passiert. Mal gucken. Bis gleich. So, bin ich jetzt bei Bridgeport angekommen. Ja, ich warte jetzt noch auf den Michael und dann geht's auf den Markt. Hab extra noch Voucher besorgt. Licht ist irgendwie beschissen. Naja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal über den Markt, wa? So, sind wir am Markt angekommen. Michael, was sagst du dazu? Awesome stuff. Also der Markt ist jetzt nicht so groß wie erwartet, aber wir haben schon einige Läden durchstöbert. Und jetzt stehen wir hier in einer ganz langen Schlange. Und ja, warten auf so komische Potato Curls Dinger hier in dem Laden. Let's check it out. I'll take spicy. Spicy? Plus salt. Spicy plus salt. Okay. Yeah. No, actually that's stupid. No, just salt. Either just salt or spicy. Just salt. Okay. I think I'll take what did I take? Cheddar cheese and garlic. This to annoy my roommates. Ah, shit. That's gonna taste like really a bunch of shit. Okay, now I'll take I don't know what I take, but yeah. Also. So, jetzt sind wir hier auf dem chinesischen Markt und man sieht gleich original Oktoberfest-Style Ente, Junge. Und Pork. Ich will gar nicht wissen, wie das Fake ist. So, auch gesehen, ich glaube zwar nicht, dass der Deutsch ist und dass das überhaupt irgendwas zu tun hat mit Deutschland, aber auch gut. Ah ja, we wanted to go to the German guy. Ah ja, so. Jetzt gehen wir mal zum German guy und fragen den auf Deutsch, wie viel das kostet. Mal gucken, was der dazu sagt. Hallo. Hi. Do you know Deutsch? No, I don't. Oh, you don't? I know. So that's just pork. Ja, das ist nur Schwein. Okay. Ja, gerne. Überall lange Schlangen. Aber richtig lang. Man überall so rein mit Nummern. Voll witzig. Du möchtest jetzt Oktopus haben? Oktopus und Calamari. Und Calamari. So, Michael, wie schmecken denn deine Oktopusbeine? Very nice. Delicious. Nice. Delicious. Original chinesisch aus Vancouver. No, it's not original Chinese, but still. Okay. Good. Dann haben wir da vorne noch eine komische Show. Yeah, let's go and have wo Leute rumschreien. Ansonsten war's das bis jetzt. Ja, mal sehen. Und viel. Es fehlt mir das Wort. Deutsch, nee, Quatsch, viel billiger chinesischer Ramsch, so. Also ja gut, den findet man hier zuhauf und gefühlte 100 Läden, wo man diese iPhone-Cases kaufen kann. Oh ja. Ja. Und alle viel zu teuer. Und da vorne gibt es Sachen, wo man Lichter kaufen kann. Alles klar. So, ja. Komme ich gerade vom chinesischen Markt. Warte, erst mal. So, besser. Ja.
war schön. War nicht so groß, wie ich gedacht habe im Endeffekt. Also wirklich, ja, was schön zum gesehen zu haben, aber jetzt so wirklich gesehen haben, muss man es nicht. Ich laufe gerade hier über eine Brücke. Ziemlich neblig heute. Wir wollten ja eigentlich heute zur Capilano Suspension Bridge. Aber ja, dadurch, dass das Wetter halt so scheiße ist, hat sich das erübrigt. Und ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Mal gucken, wie das geht. Ich muss jetzt nochmal hoch in den Norden. Nach Vancouver Downtown, nach, wie heißt das, Waterfront. Dann zurück. Und dann muss ich nochmal gucken, wie ich die 5 Kilometer von der Haltestelle bis nach Hause überbrücke. Wahrscheinlich werde ich da ein Taxi nehmen. Aber ja, gut. Ansonsten, hier die Brücke ist gerade Aussicht. Ist so gut ist sie jetzt auch nicht, wegen dem Nebel. Aber sieht schon echt irre aus. Ansonsten, ja, geht's jetzt zurück. Und man sieht sich. Wahrscheinlich ein anderer Vlog dann. Ich weiß nicht wann, also ich mache jetzt immer Vlogs, wenn irgendwas Besonderes ist, also wenn ich nicht arbeiten gehe. Aber ich wollte auch nochmal einen Vlog machen, wo ich einkaufen gehe. Die meisten wird da wahrscheinlich dann die Augen aus dem Kopf fallen, weil die Preise hier so wirklich immens hoch sind. Wenn man das mal vergleicht, 2,50 für eine Flasche Wasser, echt schon extrem. Aber ja gut, mal sehen, wie ich die Fahrt jetzt überstehe. Morgen werde ich das schneiden, also vielleicht immer so 1-2 Tage später kommt dann der Vlog hoch. Ja, mal sehen. Die Fahrt, also was ich jetzt geplant habe, ist zu bleiben in Vancouver, bis ich erstmal ordentlich Kohle verdient habe und dann eine Reise mit dem Auto machen will. Wahrscheinlich kommt der Michael mit. Also 2 Personen, muss ich mir ein dementsprechendes Auto aussuchen. Ja, ich habe schon eins gefunden, kann es aber im Moment noch nicht bezahlen. Ja, ansonsten Arbeit habe ich im Moment noch ein bisschen Labor, aber ich werde wahrscheinlich dann am Montag habe ich dann noch einen Anruf, den ich mache zu dem Brentwood Motors. Da ist ein deutscher Typ, der die Autos da verkauft und einen U-Haul-Vertrieb besitzt. Mal gucken, ob ich da arbeiten kann. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Weil dann habe ich auch was mit einem Deutschen zu tun und auch einen festen Arbeitsplatz, weil die bei Pristine Labor haben im Winter nicht so viel. Und da kann es auch mal sein, dass man nur 3-mal im Monat arbeitet. Ja. Deswegen erstmal hingehen und gucken. Ich hoffe, ich krieg da den Job. Wenn nicht, muss ich mir woanders noch einen suchen. Aber bis dahin erstmal tschüss und bis bald.